Katzen haben's gut. Die meiste Zeit sitzen sie rum, beobachten angestrengt irgendwelche Dinge oder schubsen einfach irgendwas vom Tisch. Da wünscht man sich glatt selbst so ein Leben als Fellknäuel. In Stray wird das jetzt Wirklichkeit, denn dort steuert ihr einen Stubentiger durch eine dystopische Cyberpunk-Welt. Wir haben uns durch das Spiel geschnurrt, geschmust und auch ein bisschen gerätselt und klären, ob das Spiel den Zauber von vier Pfoten auch auf lange Sicht durchhält. Eine Katze wird von ihren Artgenossinnen und Artgenossen getrennt und findet sich plötzlich in einer von Robotern besiedelten Stadt wieder, die von einer Kuppel umgeben ist. Die Mieze freundet sich mit einer Drohne an namens B12, die ebenfalls nach einer Möglichkeit zur Flucht sucht und die Sprache der Roboter übersetzen kann. Gemeinsam entschlüsseln sie die Geheimnisse der urbanen Welt und steigen Ebene um Ebene nach oben, um die Stadtmauern zu durchbrechen und nach draußen zu gelangen. Diese simple Story bildet das Grundgerüst des knuffigen Sci-Fi-Abenteuers Stray. Der Liebesbrief an Katzen stammt vom französischen Entwicklerteam Blue 12 Studio und gehört zu den am heißesten erwarteten Videospielen des Sommers, was wohl nicht zuletzt an der Niedlichkeit seines pelzigen Protagonisten liegt. Daher freut es uns, an dieser Stelle schon mal das vielleicht wichtigste Detail bezüglich Stray bestätigen zu können. Ja, die Katze ist verdammt drollig und ja, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit ihr wirklich niedliche Dinge zu tun. Wer sich Stray also in erster Linie auf den Wunschzettel gesetzt hat, um eine entspannte Zeit mit der charmanten Hauptfigur zu verbringen, sollte vor allem in den ersten Spielstunden voll auf seine Kosten kommen. Nicht nur Aussehen und Bewegungen der Katze sind äußerst realitätsnah, auch ihr Verhalten wirkt authentisch katzenhaft. Auf Knopfdruck können wir beispielsweise Gegenstände von der Tischkante schieben, Möbelstücke als Kratzbaum missbrauchen, mit NPCs rumschmusen oder uns zu einem schläfrigen Knäuel zusammenrollen. Meistens haben solche Aktionen gar keine wirkliche Funktion im Gameplay. Trotzdem bereichern sie die Erfahrung ungemein und haben uns beim Spielen definitiv das eine oder andere Geräusch entlockt. Stray ist allerdings nicht einfach eine Aneinanderreihung von entzückenden Momenten, sondern erzählt auch eine actionreiche Geschichte in einem dystopischen Cyberpunk-Universum. Frönen wir zu Beginn friedlich unserem Dasein als unbedarftes Kätzchen, werden wir im Laufe des Abenteuers in einen gesellschaftlichen Machtkampf hineingezogen. Das Gameplay besteht in der ersten Hälfte noch größtenteils daraus, durch verlassene Gassen und Wohnungen zu streifen und da Informationen zu sammeln. Im hinteren Teil des Spiels stehen dann Sabotageaktionen, Gefangenenbefreiung und politischer Umsturz auf unserer Agenda. Durch Schleichpassagen, Fetchquests und kleinere Rätsel kommt zwar Abwechslung ins Gameplay, der eigenwillige Zauber der ersten Hälfte geht bei den Missionen aber auch etwas verloren. Gerade weil diese Abschnitte immer weniger katzenspezifische Momente aufweisen. Die Welt wirkt durch den Fokus auf einen geradlinigen Plot auch nicht mehr so faszinierend und geheimnisvoll. Da es sich bei Stray um ein recht kurzes Spiel handelt, 6 Stunden könnt ihr für den Hauptplot einrechnen, kommt zumindest keine Langeweile auf. Optionale Nebenmissionen gibt es zwar, die bestehen aber eigentlich nur daraus, gewisse Objekte einzusammeln. Wir können zum Beispiel Notenblätter für einen Musiker zusammentragen oder einem Fabrikarbeiter dabei helfen, seine Schlüssel zu finden. Manche Orte oder Gegenstände können von B12 inspiziert werden, was die Erinnerungsfunktion der Drohne aktiviert und mehr Informationen zur Spielwelt freischaltet. Insgesamt 27 dieser Erinnerungen sind in den 12 Kapiteln des Spiels versteckt. Von einem Open-World-Spiel ist Stray aber dann doch ein ganzes Stück entfernt. Manche Stadtabschnitte sind etwas weitläufiger und werden mehr als einmal besucht. Vor allem der letzte Spielabschnitt ist dann aber ziemlich klein und nicht mehr so reaktiv wie die vorherigen Kapitel, wodurch das Finale etwas abrupt und unbefriedigend wirkt. Haben wir was übersehen, können wir allerdings nach Abschluss aller Kapitel bequem vom Hauptmenü aus beliebig wiederholen, ohne unseren Fortschritt zu verlieren. Das ist insofern ein wichtiges Feature, weil es keine manuelle Speicherfunktion gibt und wir ab bestimmten Kontrollpunkten nicht mehr in vergangene Gebiete zurückkehren können. Gameplay-technisch wird zwar wenig geboten, dafür funktioniert aber auch jedes System, wie es soll. Die Steuerung geht super von der Hand und auch Videospiel-Einsteiger sollten keine größeren Probleme haben, die Spielfigur herumzumanövrieren. Mit dem unteren Button können wir von Vorsprung zu Vorsprung oder auf Objekte springen, wenn ein Button-Prompt dafür angezeigt wird. Freies Springen oder aus Versehen daneben hüpfen ist damit nicht möglich. Mit dem rechten Trigger wird gerannt, auf dem oberen Knopf interagieren wir mit der Spielwelt, links geben wir der Drohne Befehle und rechts können wir manuell mauzen und miauen. Die Geräusche der Katze unterscheiden sich übrigens dabei beeindruckend oft voneinander. Diese Kleinigkeiten mögen vielleicht den wenigsten auffallen, tragen aber definitiv zum Charme des Spiels bei und zeugen von der Leidenschaft des Entwicklerteams.
Die Stadt, deren Struktur und Look auf der realen, mittlerweile verlassenen Hongkonger Siedlung Kowloon City basieren, besteht aus mehreren Arealen, die optisch abwechslungsreich gestaltet sind. Wir beginnen in einem heruntergekommenen Wohngebiet mit tiefen Häuserschluchten, dann arbeiten wir uns über die Kanalisation in das in Neonlicht getränkte Stadtzentrum vor, das mit Straßenständen, Diskotheken und Geschäften aufwartet. Und schließlich erreichen wir dann noch die hochtechnologisierte Oberstadt. Die einzelnen Bereiche haben einen ganz eigenen Vibe, wirken meist lebendig und strotzen vor kleinen, spaßigen Details. Lob gebührt außerdem dem ausgezeichneten Ambience-Soundtrack, der Musik mit andersweltlichen Umgebungsgeräuschen zu einem atmosphärischen Klangteppich verwebt. Obwohl es sich bei Stray nicht um ein besonders schwieriges Spiel handelt, so ist es trotzdem auch kein kompletter Spaziergang. Auf unserer Reise durch die Ruinen der Metropole treffen wir gelegentlich auf Kreaturen, die uns gerne das Fell über die Ohren ziehen würden. Der erste Gegnertyp, die Zergs, sind gigantische Zecken, die in Form und Farbe an die Headcrabs aus Half-Life erinnern. Die sind im Schwarm unterwegs und versuchen uns durch ihre schiere Zahl zu überwältigen. Um uns zu töten, reicht es schon, wenn eines der Viecher längere Zeit an uns dranhängt. Je mehr Blutsauger sich auf uns stürzen, desto schneller geht der Prozess vonstatten und desto langsamer können wir uns fortbewegen. Schaffen wir es nicht, die Biester schleunigst abzuschütteln, bestraft uns Stray mit einem Game Over. Später im Spiel treffen wir dann auch noch auf Drohnen des Regierungsapparats, gegen die wir sogar noch wehrloser dastehen als gegen die Zergs. Haben die uns erstmal ins Visier genommen, heißt es schnell Reißaus nehmen, wenn wir nicht als frittierte Katze enden wollen. Dadurch, dass die Bewegungen und Geräusche der Katze sehr echt wirken, könnte die Gewalt im Spiel für Kinder verstörend sein. Auch Aussehen und Schnelligkeit der Zergs könnten bei den Kleinen Stress auslösen. Wer sich unsicher ist, sollte den Nachwuchs also zumindest nicht alleine losziehen lassen. Zusammenfassend ist Stray zwar ein recht gewöhnliches Abenteuer, allerdings aus ungewöhnlicher Perspektive und immer dann am besten, wenn die durch das Gameplay so richtig zur Geltung kommt. In den ersten Spielstunden läuft man eigentlich nur von A nach B, sucht nach dem besten Weg zum Zielpunkt und schaut sich dabei die wunderschön designte Stadt an. Unterm Strich hat uns dieser Teil des Spiels aber tatsächlich am besten gefallen. Die allerersten Interaktionen mit Objekten und Figuren in der Spielwelt haben etwas Magisches und Verspieltes. Später gibt's dann immer seltener neue Funktionen zu entdecken, dafür aber mehr klassisches Gameplay aus Rennen, Rätseln und Schleichen. Das erfüllt auch absolut seinen Zweck und ist dank Katzenprotagonist immer noch ziemlich niedlich. Der letzte Abschnitt wirkt dann aber doch etwas gehetzt. Hier hätte es gerne noch etwas mehr sein dürfen. Habt ihr eine Katze oder ein anderes Haustier und was hat das eigentlich alles schon angestellt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Like und ein Abo da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.